Das Menschheitsprojekt des 21. Jahrhunderts, die Besiedlung des Mars. Davon träumt nicht nur Elon Musk, davon träumen auch viele andere ambitionierte Regierungen und Enthusiasten. Aber ist es wirklich so einfach, wie man sich das vorstellt? Mit der Theorie des Lebens von Burkhard Heim im Hintergrund möchte ich in diesem Video auf eine bestimmte Schwierigkeit hinweisen, die sich ergeben könnte. Aber auch, wie diese gelöst werden kann und welche Maßstäbe der Kosmos tatsächlich an interstellares Leben anlegt. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. In den Plänen der zukünftigen Marssiedler hört es sich ganz einfach an. Wir nehmen einfach ein paar Mikroben, ein paar Samen und etwas Dünger mit, Wasser finden wir vor Ort schon, bauen unser Gewächshaus und schon haben wir unseren eigenen Salat vor Ort. Aber reicht diese sehr mechanistische Betrachtung von Lebensprozessen und Ökosystemen überhaupt aus? Burkhard Heim entwickelte ein Modell der Welt in 6 Dimensionen, in dem Leben ein Austauschprozess mit transzendenten Vorgängen ist. Die Verarbeitung von Sinnesreizen und biologischen Reaktionen ist darin keine Frage von biochemischen oder neurochemischen Vorgängen, sondern eine Strukturdynamik jenseits von Raum und Zeit, die aber trotzdem an raumzeitliche Vorgänge geknüpft ist. Über dieses Modell habe ich in allen Details in der hier verlinkten Playlist gesprochen. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, vielleicht mit Burkhard Heim zum ersten Mal zu tun habt, euch diese Gedanken in dem Video ansprechen, dann gebt mir ein Like, abonniert den Kanal und lasst mich euch mitnehmen auf eine spannende Reise durch 6 Dimensionen in Farbe. Leben hat sich auf der Erde über einen langen Zeitraum entwickelt. Was wir heute haben, ist das Ergebnis eines jahrmilliardenlangen Abstimmungsprozesses. Dieser hat nicht nur eine gehörige Menge an Biomasse geschaffen, sondern auch einen Wertevorrat im Transbereich der Welt, der mit dem Lebensprozess verknüpft ist. Diese rein transzendenten Strukturen sind zunächst einmal nicht ortsgebunden, weil sie in der 5. und 6. Dimension jenseits von Raum und Zeit existieren. Das bedeutet, für sie, für diese Strukturen, sind räumliche Entfernungen ganz irrelevant, wenn es darum geht, sich als ein physikalischer oder biologischer Prozess zu manifestieren. Für die Evolution des Lebens im Universum hat das eine ganz unglaubliche Konsequenz. Das bedeutet nämlich, dass die Erfahrungen, die Leben, die Lebewesen auf einem Planeten machen, genauso auf einem Planeten am anderen Ende des Universums zur Verfügung stehen und in dortigen Evolutionsprozessen mitwirken können. Auf der anderen Seite wirkt im Transbereich der Welt das Gesetz der Ähnlichkeit. Zwei Strukturen können sich nur dann austauschen, wenn sie ähnlich genug sind. Der Ähnlichkeitsbegriff ersetzt in der 5. und 6. Dimension nämlich den Abstandsbegriff. Zwei Strukturen, das können zum Beispiel zwei Planeten sein. Haben zwei Planeten eine ähnliche Struktur, das heißt ähnliche Bedingungen für Leben, dann können sich die Strukturen, die sich auf ihnen entwickelt haben, auch leichter austauschen. Je ähnlicher sich zwei Planeten sind, umso leichter kann eine transzendente Struktur, die ein Lebewesen repräsentiert, vielleicht könnte man etwas vereinfacht seine Seele sagen, vom einen Planeten zum anderen überspringen. Und sie kann sich dann biologisch manifestieren, wenn sie die richtigen Bausteine vorfindet. Das heißt, je ähnlicher die Bausteine ihrer gewohnten Umgebung sind. Überhaupt müssen bei der Fortpflanzung von Lebewesen die richtigen Bausteine immer vorhanden sein. Aber im sechsdimensionalen Modell der Welt und des Lebens sind damit nicht nur die chemischen Bausteine gemeint. Die lassen sich ganz leicht synthetisieren. Es sind auch gewisse transzendente Bausteine notwendig. Was bedeutet das nun, wenn wir versuchen, den Mars zu besiedeln? Das bedeutet, dass die Mikroben, die wir dorthin mitnehmen, diesen Wertevorrat nicht vorfinden. Es gibt dort quasi diese transzendente Nahrung nicht, auf die sie normalerweise auf der Erde bauen können. Auf der Erde entstehen solche Strukturenvorräte ständig durch das Absterben von Lebewesen. Man kann sich das so vorstellen, dass jede Materie, jedes Stück Materie, das einmal Teil eines Lebewesens war, einen Rest von dessen Struktur weiterträgt für eine gewisse Zeit. Vor allem beim Wasser deutet vieles darauf hin, dass es ein ganz bedeutender Faktor sein könnte, Stichwort Gedächtnis des Wassers. Man könnte ganz allgemein sprechen von einem feinstofflichen Substrat, um diesen etwas anderen Terminus zu verwenden.
Die schlechte Nachricht ist, dieses Substrat ist auf dem Mars nicht vorhanden. Diese Welt ist biologisch und feinstofflich steril. Jedes Lebewesen von der Erde würde hinter den Erwartungen zurückbleiben, die sich die rein mechanistische Biologie von der Perspektive der Erde aus macht. Die gute Nachricht ist, das ist kein prinzipielles Hindernis. Denn ich habe eingangs gesagt, diese Strukturen sind nicht an Raum und Zeit gebunden, prinzipiell. Aber damit sie mit Leben auf dem Mars kompatibel werden, müssen diese Strukturen etwas angepasst werden. Ihre gröbsten Schichten gewissermaßen müssen eine strukturelle Wandlung erfahren, damit sie sozusagen mit dem Mars in Resonanz gehen können. Es muss hier also eine Art von Aufwand hineingesteckt werden. Aber was bedeutet das? Ganz allgemein gesprochen, eine komplexere Struktur muss diese strukturelle Anpassung aktiv, das heißt willentlich, bewirken. Konkret heißt das, Menschen müssen das aktiv wollen. Das ist nichts anderes als ein paranormaler oder, wenn ihr so wollt, medialer Vorgang. Menschen auf der Erde müssen sich darauf konzentrieren und es geistig positiv unterstützen, dass diese Strukturen, die Leben benötigt, auf den Mars übertragen werden und dort zur Verfügung stehen. Und umgekehrt müssen sich Astronauten auf dem Mars, oder Arionauten ist, glaube ich, der richtige Ausdruck, Menschen auf dem Mars müssen sich das aktiv wünschen. Und zwar mit einer Intensität wie in einem Gebet. Ein interessanter Gedanke, oder? Für eine erste Religion auf dem Mars. Die lebendige Erde als Gottheit, die das Leben zu uns bringt. Was ich hier erzähle, hat man auf der Erde, ich weiß nicht wie viel, Dutzend und Hundert Mal schon experimentell untersucht. Pflanzen, auf die man sich konzentriert mit positiven Absichten, die wachsen auch besser. Ich glaube, das ist nahezu allgemein bekannt. Diese Gedanken in die moderne Raumfahrt einzubringen, da gibt es natürlich eine gewisse ideologische Hürde, zugegeben. Vielleicht irre ich mich auch und dieser ganze Strukturtransfer ist überhaupt nicht so das große Problem, wie ich das hier darstelle. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass man das Gärtnern zunächst einmal unbemannten Missionen mit Robotern überlässt und ausprobiert, bevor man Menschen ins Ungewisse schickt. Dasselbe Problem wie die Mikroorganismen hätten nämlich natürlich auch Menschen. Es ist nicht bloß der Anblick von grünen Pflanzen, der uns psychisch aufbaut. Es ist der psychische Austausch, der lebendige Austausch von Strukturen, Gefühlen mit unserer Umgebung. Bei aller Neugier auf das Weltall, die ich uneingeschränkt teile, das Weiteste, was Menschen jemals weg waren, war ein paar Tage auf dem Mond. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir weiter wegreisen. Von den Folgen kosmischer Strahlung mal ganz abgesehen. Ich würde eine Reise zum Mars jedenfalls nur machen, wenn ich eine schnelle Rückfahrkarte hätte. Und zum Abschluss noch eine gute Nachricht. Mit Burkhard Heims Modell der Welt ist dieser Wunsch gar nicht so abwegig. Denn er hat auch sehr viel Zeit darauf verwendet, neue Antriebsprinzipien für die Raumfahrt zu erdenken. Aber wenn ich die zur Verfügung hätte, dann würde ich mich nicht mit dem kargen, langweiligen Mars begnügen. Ich würde mir gleich lieber Kepler 22b angucken. Davon ganz abgesehen wird mit diesem Modell der Welt deutlich, dass alles Leben auf unserer Welt schützenswert ist und einen einzigartigen Schatz im Kosmos darstellt. Burkhard Heims Bild der Welt eröffnet einen ganz neuen Blickwinkel auf das Universum und auf das Leben im Universum. Dieser Blickwinkel ist genau der, den wir für unsere Zukunft brauchen. Wir haben es mit einem Kosmos zu tun, dessen Gesetze uns unmissverständlich sagen, dass alles Leben wertvoll ist und sich über alle Grenzen hinweg austauschen muss, damit universelle Werte geschaffen werden können. Wenn ihr sagt, ja, mit dieser Philosophie kann ich mich identifizieren, dann gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Benachrichtigung und lasst mich euch durch unseren sechsdimensionalen, farbigen Kosmos führen.